Hallo liebe User von motorsportmagazin.com, herzlich willkommen in unserer Grazer Redaktion, wo wir uns zum ersten Mal 2019 mit einem gekrönten Weltmeister melden können. Marc Marquez, Titel erfolgreich verteidigt, MotoGP-Champion 2019. Natürlich herzliche Gratulation von uns mal vorneweg zu einer herausragenden Saison und ja, stimmiger als mit diesem Rennen hätte man diesen Titel eigentlich an Marc Marquez Stelle nicht einfahren können, oder? Ja, also die Aufgabe war jetzt nicht allzu schwierig. Er musste nur 2 Punkte mehr als Dovizioso holen. Da gab es irrsinnig viele Konstellationen. Im Endeffekt ging es darum, dass er auf den vordersten Plätzen direkt vor Dovizioso ins Ziel kommt. Das war aber irgendwie zu keinem Zeitpunkt des Wochenendes überhaupt je gefährdet, dass das nicht passiert. Also in den Trainings hat man schon gesehen, okay, Marquez ist stark, Dovizioso so lala, Qualifying, klar, Marquez vor ihm gestanden und im Rennen dann auch sich rasch mit Fabio Quartararo gemeinsam abgesetzt. Also im Grunde war eigentlich nach wenigen Runden schon klar, okay, dieses Ding wird für Marquez laufen. Das war auch der Ducati-Box, dann glaube ich schon klar. Und daher konnte sich dann alles auf diesen Kampf um den Sieg zuspitzen, Marquez gegen Quartararo, und sich mit einem neuerlichen Sieg, neuerlich einem Sieg, den man in der letzten Runde durch ein Manöver erringt, zum Weltmeister zu krönen, ist natürlich genau das, was so ein Rennschwein wie Marc Marquez machen möchte. Aber ich glaube, Fabio Quartararo hat auch wieder mächtig Pluspunkte gesammelt, nicht nur bei den Fans, wieder ein tolles Rennen geliefert, sondern auch für sich selbst. Also er war ja dieses Mal schon nochmal die Spur näher dran als vor 3 Wochen in Misano, wo es ja auch in der letzten Runde die Entscheidung gab, bis zur letzten Kurve, war das Rennen offen, er hat nochmal die letzte Kurve nochmal attackiert gegen Marc Marquez und für mich wieder ein sehr beeindruckendes Rennen gefahren, das ganze Rennen angeführt, bis auf die letzten paar Meter im Endeffekt eben, aber großartige Vorstellung für einen Rookie und ich glaube, Marc Marquez wird da schon ordentlich zu kämpfen haben, auch noch in den nächsten Rennen dieses Jahr. Ja, also Quartararo hat jetzt diesmal zum ersten Mal in dieser Saison mit der gleichen Motordrehzahl fahren dürfen als seine 3 Yamaha-Kollegen. Als Hintergrund dazu, Yamaha hat Quartararo zwar den aktuellen Motor zugesichert, aber nicht das volle Kontingent von 7 Motoren, sondern aus irgendeinem Grund nur, okay, du darfst nur 5 benutzen, weil dieser große Milliardenkonzern Yamaha sich diese 2 Motoren mehr nicht leisten möchte oder kann, was auch immer. Und daher, um diese Laufzeit zu verlängern, haben sie ihm 500 Umdrehungen pro Minute rausgenommen, damit diese Motoren länger halten. Er hat es ja tatsächlich geschafft, bis Aragon auch nur 4 Motoren zu verwenden. Ja, und jetzt hat er den letzten dieser Yamaha A-Motoren bekommen und da hat Wilco Seelenberg, der Teammanager, bestätigt, okay, der ist jetzt voll aufgedreht. Man hat es auch gleich gemerkt, also in der Rennanalyse habe ich mir das angesehen, von den Topspeeds, Quartararo war so im Schnitt der 5 besten Topspeeds, sowohl in Aragon, als auch in Misano, als auch am Red Bull Ring, jeweils letzter. Teilweise mit 2 km/h Abstand zum Vorletzten. Und jetzt war er auf Platz 16 von den 22, war fast gleich schnell wie Morbidelli, war schneller sogar als Rossi. Und das hat sich natürlich auch darauf ausgewirkt, dass er in der letzten Kurve dranbleiben konnte und dort noch ein Manöver setzen konnte und dass diese Niederlage noch enger ausgefallen ist als jene in Misano. Dranbleiben ist ein ganz spannendes Stichwort, weil also vor allem so gegen Rennhälfte hatte ich schon den Eindruck, dass Marc Marquez wirklich Probleme hatte, auch die Pace von Fabio Quartararo mitzugehen. Er war auf den Geraden nicht mehr langsam, jetzt muss man sagen, mit der Yamaha und im kurvigen dritten, vierten Sektor sowieso überragend. Und da hat Marc Marquez nachher auch zugegeben, er hat sich gedacht, okay, wenn das jetzt noch ein paar Runden so weitergeht, dann muss ich Tempo rausnehmen, dann fahre ich den 2. Platz ein und lasse es gut sein. Aber er hat es dann eben doch noch geschafft, irgendwie dran zu bleiben und am Ende den Sieg einzufahren. Aber Fabio Quartararo hat es ihm auf keinen Fall leicht gemacht in diesem Rennen. Also er konnte ihn wirklich richtig herausfordern bis zur letzten Runde. Aber am Ende eben Sieger Marc Marquez, wie so oft in dieser Saison schon, eine unglaublich beeindruckende Saison. Selten eine so dominante Darbietung in der MotoGP gesehen wie in diesem Jahr Marc Marquez. Ja, und da wollen wir jetzt unseren Riding-Coach, unseren Experten Horst Greef, der da einen noch viel tieferen Einblick hat als wir in die Geschehnisse, die auf der Strecke draußen im Detail, im Fahrstil passieren, wollen wir den Horst mal fragen, Horst, was hat Marc Marquez 2019 eigentlich so dominant gemacht? Lieber Michael, lieber Markus, liebe Motorsportmagazin.com-Zuschauer, Marc Marquez. Warum sehen wir zurzeit den besten Marc Marquez aller Zeiten? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil das ist sehr, sehr umfangreich. Ich versuche mal, die wesentlichen Dinge mit euch zusammen durchzugehen. Zunächst Fahrweise und Mentalität. Kann man mit 2 Wörtern beschreiben? Keine Zweifel.
Ihm gelingt alles. Zurzeit gibt es eigentlich nichts, was ihn aus der Bahn werfen kann. Saves, Siege, Poles, das kommt bei ihm wie am Fließband. Das gibt ihm natürlich ein ungeheures Selbstbewusstsein, das sieht man auch am Fahren. Dazu kommt noch, dass er auch weiß, dass er der Beste ist. Ja, also es ist ja nicht so, dass irgendjemand das auch in Zweifel zieht und sagt, naja, also vielleicht ist er ja doch nicht, vielleicht liegt es am Motorrad. Er weiß, er ist der Beste. Das gibt ihm unheimlich Selbstvertrauen, Dinge auszuprobieren, die sich kein anderer traut. Erschwerend für alle anderen Fahrer kommt noch dazu, Marc Marquez ist erwachsen geworden. Natürlich nicht an Jahren, sondern in seiner Art, wie er Rennen fährt, in seiner Art, wie er auf die Saison schaut. Er wägt inzwischen ab, soll ich das Risiko wirklich gehen oder gehe ich auf Sieg? Natürlich ist es immer noch der alte Marc Marquez, er gibt immer noch alles. Aber trotzdem, wenn er merkt, es reicht nicht für alles, dann versucht er nicht und stürzt dabei, sondern der bleibt im Rennen sitzen. Ausnahme war der USA Grand Prix. Da war es aber, glaube ich, eher ein technischer Defekt, als dass er wirklich der Schuldige war. Dann kommt sein Fahrstil. Sein Fahrstil ist wirklich also sehr, sehr unik. Er bleibt eigentlich selbst bei extremen Situationen immer locker auf dem Motorrad. Das ist etwas, das ist extrem schwer. Man sieht das bei anderen Fahrern oft, wenn sie leichte Rutscher haben, da verkrampft sich sofort der Körper. Das ist bei Marc Marquez eigentlich nicht zu sehen. Der bleibt selbst in diesen extremen Fahrsituationen, bleibt er locker und entspannt auf dem Motorrad, als würde er wissen, was da kommt und was er tun muss, damit es zum Beispiel ein grandioser Save wird, wie man in den Videos ganz oft sieht. Das gibt ihm natürlich auch die Möglichkeit, diese 2 Grad mehr Schräglage zu fahren, wie jetzt alle anderen Fahrer. Die trauen sich das gar nicht. Ne? Er hat eine unheimliche Kontrolle in diesen extremen Situationen. Und er ist immer noch in der Lage, selbst in einem extremen Fahrmanöver zum Beispiel noch die Hinterradbremse zu benutzen, wo andere Leute gar nicht mehr dran denken, irgendetwas zu machen, sondern die hoffen nur, dass die Heiddate wieder rauskommen. Ja? Also er weiß im Prinzip, wie sich so eine extreme Fahrsituation anfühlt, weil er sie immer ständig dauernd provoziert. Grandios, muss man wirklich sagen. Absolut grandios. Sein Umfeld. Er hat ein wunderbar funktionierendes Umfeld. Es gibt viele Leute um ihn herum, die ihm die Arbeit abnehmen, die ihm das Tägliche abnehmen. Er konzentriert sich voll und ganz aufs Motorradfahren. Sein Vater kümmert sich ganz, ganz viel um ihn. Und innerhalb des Honda-Teams genießt er praktisch 100%ige Aufmerksamkeit. Das führt natürlich dazu, dass er wirklich für sich da sein kann. Er kann an sich selber arbeiten, er kann an seinem Fahren arbeiten und er muss sich um nichts Gedanken machen. Das gibt ihm auch die nötige Nestwärme. Ja, und das Ganze drumherum, das macht ihn schnell, weil er sich nicht ablenken lassen muss. Dann kommen wir zu ihm selber. Ja, also Marc Marquez trainiert eisenhart. Es ist manchmal schon fast unglaublich, wenn man neben ihm steht und diesen Körper von ihm ansieht, da ist wirklich jede Faser durchtrainiert. Der ist von oben bis unten top trainiert und da findet man kein Gramm Fett. Und das ist schon fast manisch, was der macht. Der fährt Fahrrad, der trainiert, der ist wirklich jeden Tag im Fitnessstudio. Und wenn er nicht im Fitnessstudio ist, dann fährt er mit allem, was 2 Räder hat. Ob es Fahrrad ist, ob es Mountainbike ist, ob es ein Motorrad ist, ein Pitbike, ein Crossbike, alles. Er fährt einfach alles und das gibt ihm auch diese Übung und dieses Fahrgefühl, das er zurzeit an den Tag legt. Und sein Körperbau, der hilft ihm, solche Verletzungen auch zu überstehen. Also er hat wirklich ein sehr gutes Verhältnis von Körper zur Extremität. Das heißt, seine gesamte Architektur, seine Körperarchitektur, die steckt sowas weg, die kann sowas wegstecken. Dazu kommt noch sein hervorragender Trainingszustand und das sorgt dann dafür, dass er zum Beispiel nach seiner schweren Schulter-OP, die er hatte Anfang des Jahres, innerhalb kürzester Zeit wieder fit ist und innerhalb kürzester Zeit wieder Resultate abliefern kann. Man hat das jetzt am Wochenende auch gesehen in Thailand. Marc Marquez hat einen Wahnsinns-Highsider, schlägt extrem hart auf, hat eine Ganzkörperprellung. Und wer schon mal so eine Prellung hatte, der weiß, das dauert wirklich lang und das tut unheimlich weh. Am Sonntag gewinnt er ein Rennen. Also das ist wirklich seine körperliche Verfassung und das ist auch sein Verdienst, sein Training, was ihm da hilft. Ja, Marc Marquez ist in meinen Augen zurzeit das Musterbeispiel für einen Top-MotoGP-Fahrer. Genauso muss man sich vorbereiten, genauso muss man fahren. Er kann unterschiedliche Fahrstile, je nach Rennstrecke, je nachdem, was das Fahrzeug auch von ihm verlangt, kann er sich darauf einstellen. Das ist sehr, sehr selten, dass die Leute oder das Rennfahrer sich wirklich so wie eine Katze auf diese Gegebenheiten einstellen können.
Also ihr seht, ich bin beeindruckt und ich fürchte auch zu Recht, dieser Mann ist ein Phänomen. Zusammenfassend sei gesagt, sein Körper, seine Fahrtechnik und sein freier Kopf, den er hat, das sorgt dafür, dass der momentan der Unschlagbare ist. Also man kriegt den momentan, glaube ich, über ein Jahr gesehen nicht besiegt. Aber Vorsicht, in 2020 wird Fabio Quartararo, der genauso frei im Kopf ist und der genauso viele gelingenden Erfahrungen gemacht hat, genauso viele Erfolge in seinem Kopf feiern kann, der wird im nächsten Jahr möglicherweise ein ernstzunehmender Konkurrent sein, weil der wird mental auf einem ähnlichen Level sein wie Marc Marquez. Seien wir gespannt auf die nächste Saison. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, gute Frage, wer sich 2020 den MotoGP-Titel holt. Wir sind jetzt noch einige Monate vom Saisonstart 2020 entfernt, aber Marc Marquez hat selbst gesagt in der Pressekonferenz am Sonntag, 2020 beginnt in Motegi. Natürlich einerseits wird er gemeint haben, weil man da schon natürlich vielleicht das eine oder andere testen kann im Hinblick auf die nächste Saison, weil es ja um die WM nicht mehr geht für ihn. Aber schon auch ein bisschen, was die Hackordnung so unter den MotoGP-Piloten angeht, denn Marc Marquez hat natürlich großes Interesse daran, da auch als die klare Nummer 1, als der große Dominator in die Saison 2020 zu gehen. Und wenn Fabio Quartararo so weitermacht, könnte er da schon mal ein bisschen am Stuhlbein des Throns sägen von Marc Marquez. Ja, das erhoffen sich viele, das erhoffen sich jetzt neutrale Fans, die da ein bisschen mehr Spannung in den nächsten Jahren wollen. Das erhofft sich natürlich Yamaha von seinem neuen Kronjuwel. Das erhoffen sich auch alle Marquez-Hater da draußen, von denen es ja auch viele gibt. Es scheint so, ja. Dass diese WM wieder spannender wird. Und Marquez hat natürlich ein Interesse daran, diesen ersten Sieg für Quartararo so lang wie möglich hinauszuzögern. Denn man darf ja nicht vergessen, Fabio Quartararo, auch wenn wir ihn noch so viel loben, er hat in seinen jetzt bald 5 Jahren in der WM einen einzigen Sieg erst geholt. Also der ist das Siegen noch nicht gewohnt. Er hat zwar in den unteren Klassen mit 14, 15 dann alles vollkommen zerfetzt in Spanien, aber seit er in der WM ist, gesiegt hat er nur ein einziges Mal. Das hat ihm dann gleich den MotoGP-Vertrag eingebracht, muss man sagen. Das war ein taktisch sehr, sehr kluger Sieg. Aber man hat auch jetzt wieder gesehen, Quartararo hat sich wahnsinnig geärgert da wieder. Beim letzten Mal waren es so Tränen, dieses Mal war es eher so fast Ärger und Wut. Ja. Also er hat da auf den Tank gehaut und es waren natürlich unter zwei Zehntel, die er da nur, um die er nur verloren hat. Und wenn er jetzt noch 2-3 Mal von Marquez in der letzten Runde so vernascht wird, dann kommt natürlich vielleicht irgendwo wieder ein bisschen was im Kopf mit hinein. Und das weiß natürlich Marquez, denn er war ja selber schon in dieser Situation, dass er so als der junge, unbedarfte Rookie reinkam und gleich da gegen die Pedrosas und Lorenzos und Rossis dieser Welt antreten musste. Und was man jetzt retrospektiv betrachtet sagen kann, nach 7 Jahren, es geschafft hat, die zu brechen. Schau dir an, wo Lorenzo ist. Pedrosa ist in Rente. Schau dir an, wo Rossi ist. Also die sind bei Weitem nicht mehr in der Lage, Marquez ernsthaft zu fordern können. Und die Art und Weise, wie Marquez in diesem Jahr Rennen gewonnen hat, sind eigentlich auch so die schmerzhaftesten Arten, wie man seinen Gegnern Niederlagen zufügen kann. Das sind zum einen die ganz dominanten Siege, wo die Konkurrenz im Grunde Boden fährt. Und dann eben diese letzte Runde, letzte Kurvenniederlagen, von denen hatte Marc Marquez selbst genug in den vergangenen Monaten. Und man hat bei ihm selbst gemerkt, wie sehr ihn das geärgert hat. Vor allem nach Silverstone kann ich mich noch gut erinnern. Er hat es ein bisschen zu überspielen versucht, aber man hat genau gesehen, wie sehr ihn das geärgert hat. Und ich glaube, das ist jetzt das große Ziel, eben Fabio Quartararo mit solchen Rennen ein bisschen zu zeigen. Chef im Ring, bin immer der Das Ruf. Macht ja auch diese Stärke aus, dass er daraus lernt. Er hat, du siehst, den Rennverlauf kann er quasi diktieren. Ja. Er hat es ja Anfang dieses Jahres gesagt, im letzten Jahr hat er immer geschaut, dass dieses Feld möglichst lang zusammenbleibt. Deswegen hatten wir super spannende Rennen. In diesem Jahr hat er gesagt, ich lege das anders an, so mehr die klassische Lorenzo-Taktik, die es früher war, von Anfang an vorne weg und schauen, wie er noch mithalten kann. Da konnte meistens nur ein Gegner, maximal zwei, über die volle Renndistanz mithalten. Und jetzt hat er nochmal was anderes gelernt, durch diese Niederlage gegen A. Dovizioso und B. Rins eben in Silverstone und am Red Bull Ring, dass er die Katze ist, die Maus vor sich her treibt, denn Quartararo hat in Misano das ganze Rennen geführt, dann hat Marquez das entscheidende Manöver gesetzt und Quartararo hat jetzt auch das ganze Rennen geführt und bevor Marquez dieses entscheidende Manöver in der letzten Runde gesetzt hat und dadurch lässt er natürlich auch nicht zu, dass Quartararo sich direkt von ihm etwas abschauen kann, denn schön und gut, wenn man da vorne das Rennen anführt, aber er
Der sieht nicht, wie Marquez fährt, wo Marquez fährt, wo er angegriffen werden könnte. Der hört den irgendwo da hinten. Aber wenn die Attacke kommt, dann wirst du überrumpelt. Und gerade, das hat er ja auch gesagt, gerade so ein Lernprozess wäre schon wichtig, da vorne dabei zu sein und mal sehen, wie der überhaupt die Rennen anlegt. Aber dazu kommt es ja gar nicht, wenn du erst in der letzten Runde ihn irgendwann neben dir auftauchen siehst. Wird sehr spannend sein, wie Fabio Quartararo das in den letzten Rennen, in den nächsten Rennen anlegt, ob da vielleicht die Taktik geändert wird oder geändert werden muss. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, aktuell ist er noch nicht der MotoGP-König Fabio Quartararo. Der Chef im Ring ist immer noch Marc Marquez. Aber Fabio Quartararo ist der beste Yamaha-Pilot im Moment, über die letzten Rennen konstant eigentlich. Und ein Mann, der in dieser Hackordnung immer weiter abrutscht, ist Valentino Rossi. In Thailand jetzt schwächster Yamaha-Pilot gewesen als Achter. Quartararo Zweiter, Vinales Dritter, Morbidelli Sechster. Und Morbidelli somit auch der erste Rossi-Jünger, der den großen Mentor, den alten Meister schlagen kann. Bitterer Sonntag für Valentino Rossi. Man mag es vielleicht gar nicht glauben, weil Morbidelli jetzt schon fast 2 Jahre fährt, auch Bagnaia seit dieser Saison dabei ist. Aber es war tatsächlich die allererste Niederlage von Valentino Rossi gegen einen seiner Schüler in einem Rennen, in dem er nicht gestürzt ist. Ja. Denn Morbidelli ist letztes Jahr sowohl in Argentinien als auch Sepang, glaube ich, war es, vor Rossi ins Ziel gekommen, aber da ist in beiden Rennen Rossi gestürzt, beziehungsweise in Argentinien abgeräumt worden von Marquez. Und jetzt gibt es aber daran nichts zu rütteln. Morbidelli 2 Plätze vor ihm, deutlichen Vorsprung auf ihn. Ja, der Altmeister bekommt keinen Grip aufs Hinterrad. Darüber meckert er jetzt schon mehrere Rennen. Und er musste Vinales jetzt eigentlich in den letzten Rennen immer die Nummer 1 Position im Team schon überlassen. Dann ist dieser starke Quartararo dabei und jetzt droht er auch hinter Morbidelli zurückzurutschen und es hört sich nicht so an, als hätte er da groß eine Idee, was man machen könnte. Ich meine, er wechselt jetzt nächstes Jahr den Crew Chief. Auch das wurde ja jetzt in Thailand bekannt. Silvano Galbusera, Alter glaube ich 63 oder 62, wird zum Testteam gehen. Es wird einen neuen Mann an Rossis Seite geben. Mal schauen, ob es der dann gebacken bekommt. Also für diese Saison sehe ich eher schwarz, dass Valentino Rossi noch einen Podestplatz einfahren kann. Es sieht aktuell mager aus, vor allem wenn man bedenkt, wie stark Valentino Rossi im Vorjahr in dieser Phase der WM war, wo er in Sepang lange Zeit geführt hat, das Rennen fast gewonnen hätte, dann eben gestürzt ist, in Valencia sehr gut dabei war, auch in Thailand nur wenige Zehntelsekunden hinter Sieger Marc Marquez ins Ziel gekommen ist. Im Vergleich zum Vorjahr Valentino Rossi da ganz klar abgefallen, muss man leider sagen, für ihn. Grund zum Jubeln gab es für Rossi aber dennoch, denn der kleine Halbbruder Luca Marini, erster Saisonsieg in der Moto2, eine absolute Gala-Vorstellung von ihm, die Konkurrenz in Grund und Boden gefahren. Mit ihm am Podium 2 KTM-Piloten, Brad Binder und Eka Lekona, der sein erstes Dokken-Podium geholt hat. Alex Marquez nur 5 bisschen Punkte liegen lassen gegen Augusto Fernandes, der einen Platz 2 ins Ziel gekommen ist. 40 Punkte Vorsprung immer noch, 40 Rennen jetzt zu fahren. Es sieht schon gut aus für Alex Marquez. Ja, das schon. Das war eher so ein Rennen nach der Kategorie, okay, möglichst hohen Punkteverlust vermeiden. Marini hat jetzt endlich diese Leistung gezeigt, die man sich eigentlich nach der starken zweiten Saisonhälfte 2018 über die gesamte Saison von ihm erwartet hätte. Vielleicht braucht er immer ein bisschen, bis er auftaucht. Ich meine, wir haben ja neue Motoren bekommen in der Moto2, dadurch auch neue Chassis. Das sind schon sehr charakteristisch andere Bikes gewesen. Da musste sie schon anders fahren als mit den alten 600er Hondas. Vielleicht hat er jetzt nur eine Zeit lang gebraucht, aber Marini, ja, absolut starke Leistung, starker Solosieg. Dahinter dieses KTM-Duell mit dem Raubein Brad Binder. Dem nun auch nur noch 44 Punkte auf Alex Marquez fehlen, ja. Das müssen wir auch sagen. Also so schlecht die Saison begonnen hat für KTM. In den letzten Rennen geht es ganz gut nach oben, also ganz aus dem Titelkampf würde ich den auch noch nicht nehmen. Ja, das nicht, aber wenn wir uns anschauen, 40 Punkte auf 4 Rennen, 10 Punkte pro Rennen darf er verlieren. Das heißt, wenn Alex Marquez in jedem Rennen Dritter wird, hat er das Ding safe, egal ob ein anderer jetzt alle Rennen gewinnt oder nicht. Also schaut schon ganz gut aus, nur wegwerfen darf er natürlich nicht und das ist ja doch immer die Gefahr bei Alex Marquez. Haben wir in der Vergangenheit schon des Öfteren von ihm gesehen, ja. Kommen wir vielleicht zum Moto 3 noch. Auch da ein erster Saisonsieg für Albert Arenas. Großes Thema war aber was anderes. Auch da ein Binder involviert, auch da ein Raubeinbinder, der jüngere Bruder Darren, der für das ein oder andere Harakiri-Manöver noch mehr bekannt ist als Bruder Brad. Und dieses Mal war es ein sehr entscheidendes oder könnte ein entscheidendes für die WM sein, denn er hat nicht nur John McPhee und Tatsuki Suzuki aus dem Rennen genommen, sondern auch Aaron Canet, einen der beiden, kann man sagen, verbliebenen Titelanwärter zusammen mit Lorenzo Della Porta. Das bedeutet für Canet nun 22 Punkte Rückstand auf Lorenzo Della Porta mit noch 4 Rennen.
könnte eine ganz entscheidende Szene gewesen sein. Ja, es war eine vor allem vollkommen unnötige Szene. Also wer es nicht gesehen hat, es gab noch 15 Runden zu fahren. Das Vorderfeld in der Moto3 war wieder, keine Ahnung, 15, 16, 17 Mann. Groß irgendwo um Platz 7, 8 ging es in eine Rechtskurve und Binder macht einfach mal so einen Schlenker rüber beim Anbremsen. Dort ist natürlich Aaron Canet, der noch 5 andere links von sich hat. Canet fällt, Suzuki wird touchiert, McPhee wird auf der Außenbahn abgeräumt. Ja, Darren Binder ist ja schon ein alter Bekannter von unter anderem Philipp Oettl, der sich da oft schon harte Duelle mit ihm geliefert hat. Peter Oettl, jetzt Teamchef von Aaron Canet, hat ja auch gesagt, ja, Darren Binder, 5 Jahre da und hat noch immer nichts gelernt. Absolut nichts. Absolut nichts war der Nachsatz. Ja, das ist eine Aktion, die geht nicht. Das ist 15 Runden vor Schluss, da geht es um nichts. Wenn das in der letzten Runde passiert, ja, okay, da sehen wir immer wieder wahnsinnige Aktionen. Aber ein Mann, der so viel Routine hat, da diese Aktion zu setzen und dadurch den Titelkampf vielleicht vorzuentscheiden, weil 22 Punkte ist jetzt schon eine ordentliche Ansage, vor allem es waren nur 2 Punkte davor, Talaporta ist Zweiter geworden. Ja. Das ist natürlich, da muss er sich schon, er ist bestraft worden dafür, ja. Aber mit dieser Bürde, den Titelkampf entschärft zu haben, muss er jetzt leben. Man musste fast das Zitat von Philipp Oettl von dieser Kollision damals rauskramen, so quasi, Binder sollte das Hirn einschalten, wenn er denn eines hätte. Ich habe wirklich oft den Eindruck bei ihm, dass er, sobald die Ampel ausgeht, dann fährt er auf Autopilot. Also er denkt im Prinzip nicht nach, was er jetzt zu tun hat oder was er tun soll, sondern schaut einfach nur, dass er sich an Leuten irgendwie vorbeibremst und dann nach vorne kommt, aber so funktioniert es nicht. Ja, aber der kämpft ja nicht einmal um Podestplätze da vorne. Es ist ja nicht so, als würde der jetzt um WM-Titel oder irgendwie an Top 3 oder Top 5 in der Weltmeisterschaft kämpfen. Der kurkt seit jeher im Mittelfeld herum. Schwierige Sache. Die Theorie mit dem ausgeschalteten Hirn untermauert ja dann auch noch die Tatsache, dass er die angezeigte Ride-Through-Penalty erst dann absolviert hat, nachdem er die nicht nötige Longline-Penalty durchfahren ist. Das doch als kleiner Nachsatz. Vielleicht hat er aber gedacht, okay, das ist zu wenig, diese Durchfahrtsstrafe, ich bestrafe mich noch. Bisschen Selbstgeißelung à la Darren Binder. So, das war's von uns für den Thailand Grand Prix. Jetzt haben wir nochmal ein Wochenende Pause, bevor dann der ultimative Oktober-Showdown beginnt mit 3 Wochenenden hintereinander mit Rennen in Japan, Australien und Malaysia. Also zu später Stunde. Oder früher Stunde, wie man sehen will, je nachdem, was für einen Schlafrhythmus das man hat. Ruhen wir uns auch mal gut aus, ein Wochenende. Euch bis dorthin können wir natürlich empfehlen, unsere App für Android und iOS, kommt auch in unsere Facebook-Gruppe MotoGP Freaks, weil 4 Räder 2 zu viel sind. Gibt es auch immer interessante und auch einfach nur dämliche Inhalte von uns zu sehen. Bis dahin, eine schöne Zeit auf motorsportmagazin.com und wir melden uns dann nach Japan wieder. Ciao.